Ein energisches herzlich willkommen an alle Zuschauer da draußen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Project. Folge Nummer 4, Tag Nummer 4. Ha, how convenient und was für ein Riesenzufall. Also, das letzte Mal hat es geregnet. Es klingt jetzt auch gerade wie Regen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt noch von der Nacht ist, weil wir gerade erst aufgestanden sind im Spiel. Also nicht real, sondern wirklich nur im Spiel. Und vielleicht haben wir aber auch Glück, dass es nochmal regnet. Das wäre ja richtig nice. Schauen wir aber mal. So, es regnet wirklich nochmal. Ja, sehr, 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 sehr schön. Okay, dann trinken wir erstmal noch eine Runde. Das hier nehmen wir gleich und kochen damit nochmal ein bisschen Thymian-Tee. Das ist nie verkehrt. Wir haben dann zwar keinen Thymian mehr, aber das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. So, das füllen wir gleich alles erstmal wieder auf. Weil dann haben wir's. So, das können wir dann hier auch wieder sehr schön hier hin tun. Und das können wir auch hier hin tun. Dann nimmt es erstmal keinen Platz weg und ja, stört uns nicht weiter. So, Thymian-Tee haben wir noch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal keinen zusätzlichen hier nehmen. Sowas zu essen haben wir auch noch. Ja, das finde ich übrigens sehr, 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 sehr gut, dass das dann eben noch übrig bleibt. Das nimmt nochmal so ein bisschen, ja, bisschen Härte aus dem Spiel, muss ich sagen. Dass man halt nicht wirklich auf das Letzte achten muss, um haargenau irgendwie auf die 99 zu kommen und ansonsten ja nichts zu verschwenden etc. Das wäre schon ziemlich lästig, ehrlich gesagt. So, okay. Ah, hier sind Pilze geworden. Das ist auch schon mal sehr nett. Es sieht aber nicht danach aus, als wenn wir jetzt hier irgendwie schon groß was erreicht hätten, denn wir haben immer noch dieselbe Anzahl an Blüppeln. Das heißt, die Bäume sind vielleicht schon ein Stückchen gewachsen, aber eben noch nicht so viel, dass sie jetzt groß was bringen. Also, dass sie uns irgendeinen Weg frei gemacht hätten oder sonst irgendwas. Deswegen wird das jetzt heute auch wieder erstmal darauf hinauslaufen. Wir klopfen Steine, wir klopfen Bäume. Versuchen eben erstmal ein paar Ressourcen zu farmen, soweit es denn geht. Oder wir sterben, weil ich Idiot einfach ein Stück zu weit gelaufen bin. Okay, gut. Wir laden mal. Ja. Dann laden wir mal. Ja, und da sind wir wieder am frühen Morgen. Wir können die ganzen Spaß hier wieder durchmachen, den wir gerade eben schon mal durchgemacht haben. Okay, ja, gut. Der Dummdödel halt, ne? Der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Dummdepp. Wie unser guter Freund aus Deponia sagen würde. So. Also kochen wir hier wieder. Und haben dann erstmal keine. Ja, das lassen wir. Und haben dann erstmal keinen Thymian mehr, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja hier 4 Tees noch. Ja, gut. Dann machen wir uns wieder auf die Reise. Diesmal aber am besten nicht so weit. Ne, Dom? Lass das mal. So, also man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich hätte gedacht, dass die Blubbel da noch nicht sind. Falsch gedacht. Heißt, immer ein bisschen mehr Platz lassen. Man kommt ja doch noch relativ gut an das Ganze ran zum Looten. Oder zum Aufsammeln. Vielleicht war das auch nicht ganz richtig. Ich muss dann nochmal gucken, ob wir die Säge auch selber herstellen können, aber das würde ich echt bezweifeln. Also eine Axt und auch eine Spitzhacke aus Stein zu machen, ja, alles gut, alles fein, kennt man. Ne, passt. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Aber eine Säge aus Stein macht ja keinen Sinn. Das heißt, die werden wir wahrscheinlich wirklich mit den Schleifsteinen und auch mit dem Eisen immer wieder
Oh, was ist denn das? Okay, ich muss wohl doch mal meine Sichel mitnehmen. Also, die Säge, wie gesagt, werden wir reparieren müssen. Den anderen Kram können wir uns zur Not erstmal craften. Denn Äste bekommen wir eigentlich immer. Irgendwie. Aber halt Eisen und so sehe ich derzeit noch nicht. Ach, die Sichel habe ich mit. Oh. Ich muss mir das Zeug mal hier runterlegen. Sonst sehe ich das wieder nicht. So. Da. Ja, okay. Komm, ich lege erstmal das andere Holz hier auch noch ab, dann haben wir ein bisschen Platz. Also auf jeden Fall bringt das schon ein bisschen was, weil hier unten jetzt schon die ersten Dinge wachsen. Was ist das? Hm, okay. Anscheinend erstmal nur ein noch viel kleineres Büschelchen. Okay, na dann würde ich sagen, hacken wir erstmal ein paar Bäume weiter, wa? Nützt ja nichts. Stümpfe lassen wir erstmal, wie gesagt, ein bisschen stehen. Die können wir später dann noch weghacken. Ja, obwohl beim letzten Mal hatte ich jetzt eigentlich auch noch ziemlich viel. Ach komm, machen wir weg. Letzten Tag hatte ich ja noch 20 oder sowas an... Ein Ausdauer fertig und damit verschwendet. Natürlich geht die Axt da auch schneller kaputt, aber wir brauchen ja auch Kompost, also alles gut. So, Büsche müssen wir ja auch ab und zu. Immerhin bekommen wir da auch ein bisschen Holz, also drauf. Ich meine, die Büsche bringen uns ja sonst auch nichts. Die stehen ja auch bloß rum. Also von daher. Alles mitnehmen. Jawohl. Wieder einen Samen bekommen. Müssen wir dann gleich mal überlegen, wo wir das machen. Aber auf der Karte haben wir ja links oben gesehen, dass da irgendwie eine Höhle ist. Ich habe ja ein bisschen eine Hoffnung, wenn da wirklich eine Höhle ist. Ah, okay, wir brauchen eine neue Axt. Wenn da wirklich eine Höhle ist, dann haben wir noch Dünger mit. Dass wenn wir uns dort irgendwie durcharbeiten können, also dass wir da dann langkommen. Das ist ja alles so viel. Naja. Na komm, hier drüben habe ich glaube ich irgendwo mal 4 Stück bloß gesehen. Müssen wir hoffen. Na komm, legen wir mal hier oben hin. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. So. Dann machen wir uns erstmal jetzt wieder noch eine neue Axt und hacken weiter Bäume. Der Mais ist ja auch noch nicht so weit fertig. Geht also. Okay. So, das war das und das und das und Axt. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das richtig ist, aber es fühlt sich erstmal nicht verkehrt an. Ach ne, die hatte ich ja da unten. Die. Oh, siehst du, jetzt hat es aufgehört mitten am Tag mit Regen. Mhm. Okay. So, das kochen wir auch gleich auf. Wir wollen ja so viel wie möglich Zeug auf Vorrat da haben. Denn so kostet es uns erstmal keine Zeit. Wir haben das Zeug sofort, wenn alles schon auf Vorrat irgendwie ein bisschen da ist.
weiß jetzt natürlich nicht, wie das Spiel reagiert. Da jetzt der Regen ja aufgehört hat, müssen wir dann heute Nachmittag den Mais nochmal gießen oder müssen wir das nicht? Weil wir den ja nach dem Mittag erst gepflanzt hatten damals. Naja, lassen wir uns überraschen. Jawohl. Nochmal Samen bekommen. Haben wir jetzt eigentlich genügend? Oh ja, dann gehen wir schnell noch zum Kompost. Weil wir müssen die Baumsamen so schnell wie möglich einpflanzen. Na, nützt alles nichts. Sehr gut. Wunderbar. Da gucken wir mal, wo können wir den denn noch... Hier unten kommen wir aber noch nicht durch, ne? Ne. Dann würde ich das eine... Würde ich dann mal einen hier hinsetzen. So, gucken wir mal. Also ich denke, an Feuerholz und sowas sollte es erstmal nicht mehr scheitern. Also vorerst zumindest. Je nachdem, wie lange die Bäume dann brauchen zum Wachsen. Ich muss da mal gucken, vielleicht kann man noch irgendwas mit dem Gras machen, mit dem getrockneten. Weiß ich jetzt gar nicht. Passiert eigentlich irgendwas, wenn wir mit der Sichel dahin gehen? Bisschen Platz haben wir noch. Ein Samen wäre jetzt mal noch gut. Wir haben noch einmal Dünger. Dann können wir das gleich einpflanzen. Das wäre jetzt mal noch Schnieke. Ah. Gut, wir haben jetzt schon wieder nicht mehr genug Platz. Dann machen wir uns mal schnell Platz. Ja, oder? Moment. Das ist wahrscheinlich erstmal besser. Noch sind sie gegossen. Jawohl, noch einen Samen bekommen. Dann würde ich den... Ja, komm. Pflanzen wir den gleich mal hier mit ein. Ja, okay, guck mal. Wir haben jetzt schon sieben Bäume eingepflanzt. Das ist doch schon mal was. Und so richtig nach den Bäumen müssen wir ja eigentlich erst gucken, wenn wir hier oben an der lilanen Zahl sehen, dass sie uns ein paar von diesen Blobs weggearbeitet haben. Solange das nicht passiert, haben wir eigentlich... Tja. Nicht so wahnsinnig viel vor uns erstmal. Ich glaube, ich muss auch erstmal ein bisschen aufhören mit Hacken.
Weil wir haben ja keine Ausdauer mehr. Ah, okay, siehst du? Ich hab's mir doch gedacht, dass ich die dann gießen muss. So, haben wir die schon mal fertig? Die sehen aber schon echt so aus, als wenn die bald durch sind. Na okay, und hier haben wir anscheinend noch ein bisschen Glück. Noch. Mal sehen. Wahrscheinlich ist es dann wieder so kurz vor knapp. So, mal sehen, ist der Kompost durch? Nee, aber zur Hälfte. Okay, das wird also heute noch. Gut. Gut, wir haben hier wahnsinnig viel zu trinken da. Das ist gut. Ich denke, wenn wir vergiftet sind, ist das bestimmt auch nicht zuträglich für so den restlichen Kram. Also aus anderen Spielen kennt man das ja, dass man dann ganz schnell, naja, mehr verliert an Nahrungsmitteln. Vielleicht ist das ja auch der Fall. So, jetzt. Wir wollten ja eigentlich noch eine Kiste bauen, ne? Wir brauchen Bretter, wir brauchen Nägel und einen Hammer. Okay, das kriegen hin. Ja, nicht genug Platz im Inventar. Steine machen wir weg. Und dann nehmen wir die noch hin. Und Holz weg. So. Machen wir gleich ein bisschen mehr, ne? Man kennt das ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit am heutigen Tag. So, Bretter, Nägel, Hammer, Holztruhe. Sehr gut. Jetzt wird er langsam ein bisschen unleidlich. Im Sinne von müde. Ne, gehen wir raus. So. Na, immerhin. Ein Neuner fällt. Das ist doch supi. Packen wir jetzt einfach ein bisschen so ein Kram rein. Überlege gerade, ob wir für draußen noch einen nehmen, aber ich glaube erstmal nicht. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch haben. Was ist das? Ein Mülleimer? Hier wegwerfen. Naja, ne. Besserte Küche. Wir müssen ja mal schauen, was wir hier alles noch haben und was wir eventuell uns jetzt mal noch bauen müssten. So, ja, das ist klar, dass der besser ist, aber dafür brauchen wir erstmal haufenweise Eisen. Tierzucht. Nee. Schweinefalle. Ja, aber ich will jetzt meine Seile nicht verbrauchen. Ich glaube vor allem, dass ich auch nicht mehr so viel habe. Bienenkorb. Oh Gott, 10 Metallgitter. Nee, das ist also auch eher was fürs Late Game. Nee. Also wir können auch Sachen aufrüsten, aber da brauchen wir, ja, brauchen wir halt irgendwelche Gegenstände, die jetzt erstmal nicht so schnell zu erreichen sind für uns. Angelrute. Ne. Braucht man Würmer dafür. Ja. Was machen wir denn jetzt? Mal sehen, nochmal hier was. Dynamit. Schwefel, ne. Haben wir ja auch nicht. Eine weiße Ratte. Aus einer schwarzen Ratte. Ne? Medizin. Fehlt uns auch noch haufenweise Zeug. Grippe. Okay, Grippeheilmittel. Salbei.
Das heißt, wir können auch noch krank werden? B bitte nicht. Ich meine, ich muss auch irgendwo diesen blöden Topf herbekommen. Da habe ich ja hier auch noch nichts gefunden. Ne, hier ist kein Topf. Auch kein Topf. Na, hier bei Vieh auch nicht. Bei Rohstoffe waren auch keine Töpfe dabei. Ne. Bei Werkzeuge hätte ich auch keinen Topf gesehen. Nope. Und hier auch nicht. Ja, uff. Okay. Hier können wir bloß irgendwelche Tiere ausnehmen. Aber dafür müssen wir die Tiere auch erstmal haben. Das hier hinten ist nix. Oh. Das Licht an- oder ausmachen. Ja, uff, ne? Würde ich sagen. Was machen wir denn da jetzt? Okay. Bin jetzt ein bisschen überfragt gerade, was wir jetzt noch sinnvoll machen können. Kann ich das hier noch abernten? Ne. Ja, nächster Tag, wa? Ist ja nix. Also ich habe keine Ausdauer mehr. Es ist zwar noch lange nicht so weit, aber. Hier kann ich auch nichts machen. Ihr seht mich ein wenig sprachlos. Ich meine, ich könnte jetzt noch diese Baumstümpfe hier wegklatschen, aber da habe ich nicht genügend Energie für. Und viel rumlaufen kann ich auch nicht mehr, weil das kostet ja auch Energie. Ja gut, komm, trinken und essen und dann gucken wir mal. So. Das da. Trinken. Gut, ja, dann legen wir uns ins Bett. Müssen wir mal morgen gucken, was der Tag bringt. Ansonsten halt wieder Bäume klopfen und warten, was der Tag bringt, ne? Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, sagt Bescheid. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, sagt Bescheid. Wenn ich was besser machen kann, sagt auch gerne Bescheid. Ja, hoffe, es gefällt euch. Deswegen mache ich das Ganze ja. Soll ich ja ein bisschen Spaß und Freude bringen. Und wir gucken jetzt einfach, was der nächste Tag bringt. In diesem Sinne, macht's gut. Habt viel Freude bei dem, was nach diesem Video alles kommt. Und lasst euch mal wieder blicken. Alles klar? Cheerio und schlafen gehen. Schnarchen.